Wenn ich jetzt das reinmache. Ja, ich wusste es. Es ist so geil, dass halt auch jeder Planet echt seine eigene Logik hat. Ey, ist das genial. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Factorio im Space Age DLC. Meine lieben Freunde, haben wir beim letzten Mal Fulgora besucht, einen Beasuch abgestattet und auch schon den ersten Progress durchgeführt, die ersten Anlagen zur Schrottverarbeitung erforscht. Und ich habe jetzt mittlerweile mal so ein bisschen mich in das Gameplay reingefuchst auf Fulgora. Ich habe jetzt hier erstmal auf unserer Startinsel, sage ich mal, so eine grundlegende Verarbeitung gebaut. Das ist jetzt hier alles überhaupt nicht optimal. Da ging es jetzt einfach nur darum, dass bestimmte Dinge einfach erstmal laufen. Dass zum einen erstmal die Verarbeitung von dem Erz hier läuft, von dem Holmium. Dass wir davon schon mal so einen kleinen Vorrat hier haben. Das ist jetzt nebenbei immer durchgelaufen. Außerdem war mein Ziel, dass ich die Motoren hier bekomme. Und auch die grundlegenden Materialien für den Bau einer Raketenrampe, Startrampe und dann eben auch einer Rakete. Das habe ich jetzt auch schon gemacht. Wir haben hier jetzt eine Produktion für Raketentreibstoff. Das können wir nämlich hier einfach aus dem Öl, aus der Ölpumpe, die hier drumherum um diese Insel ist, können wir das rausfördern und können das direkt verarbeiten. Es wird hier direkt Schweröl abgepumpt. Können wir direkt zu Schmiermittel verarbeiten und auch direkt zu Gas und direkt zu Festbrennstoff. Festbrennstoff kommt auch noch aus dem Schrott raus, den wir hier filtern und sortieren. Genau, da habe ich mir hier auch mal eine kleine Sortieranlage gebaut, die jetzt momentan schon wieder mit Zahnrädern vollgelaufen ist, weil Zahnräder das sind, was irgendwie am meisten rauskommt aus diesem Schrott und das alles irgendwie zumüllt. Da müssen wir mal noch irgendwie eine Lösung finden, wie man die Zahnräder los wird. Einige haben schon gesagt, schieß die Zahnräder mit Raketen in den Weltraum und lass sie einfach in den Weltraum driften. Ja, das könnte man machen, ist natürlich Verschwendung irgendwo, aber prinzipiell müsste man da halt noch eine Lösung finden, dass das halt hier alles nicht verläuft. Wenn ihr das hier übrigens feiert, dass wir uns Factorio reinziehen im Space Age DLC, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und die BR-Nachrichten aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst, denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Factorio, sondern auch zu anderen Projekten und Let's Plays, genau. So, dann haben wir hier jetzt auch schon eine Zugstrecke. Warum haben wir hier jetzt eine Zugstrecke und warum macht die noch nichts? Also ich habe erstmal festgestellt, wenn man hier die Inseln verlässt, bewegt man sich ja sehr langsam. Jetzt muss ich erstmal hier gucken, wie ich hier an meinen Ohren vorbeikomme. Genau, die bewegt man sich ja sehr, sehr langsam. Je dunkler hier diese Pampe wird, durch die man sich bewegt, desto langsamer bewegt man sich halt. Das heißt, es ist schon mal sehr ätzend, sich hier von Insel zu Insel zu bewegen. Außerdem kann man hier auf dieser ganzen Pampe nichts bauen. Zumindest am Anfang noch nicht. Jetzt werden einige von den Profis, die jetzt das schon wieder durchgespielt haben, werden mir sagen, ja, du musst diese Fundamente bauen, die Fundamente, da kannst du Aufschüttungen machen, da kannst du da bauen. Das Problem ist aber, für die Fundamente, das ist auch genau das gleiche Problem auf dem Lavaplaneten, für die Fundamente brauchen wir eine Spezialforschung, die kriegen wir nicht einfach so, die Fundamente. Denn die Fundamente erfordern, dass wir jede Forschung, bis auf die schwarze Forschung, glaube ich, wir brauchen die blaue, wir brauchen die grüne, wir brauchen die lilane und die orangene Spezialforschung. Also im Grunde brauchen wir die Forschung von Vulcanus, von Fulgora, von Gleba und von dem Eisplaneten, dessen Name mir jetzt entfallen ist, der hier. Aquilo, genau. Von denen brauchen wir die Forschung. Das heißt, wir müssen erstmal diese Forschung in dieser Masse auch haben, um überhaupt erstmal die Fundamente freischalten zu können. Da brauchen wir nicht nur ein paar, sondern da brauchen wir gleich von jeder Forschung 2000. Das heißt, das können wir sowieso erstmal eine ganze Zeit noch knicken, bevor wir das machen können. Da müssen wir erstmal uns hinspielen, sozusagen. Das ist erstmal Punkt 1. So, das heißt, damit man sich hier schnell von Insel zu Insel bewegen kann, ist es sinnvoll, einen Zug zu bauen, eine Zugstrecke. Man hat glücklicherweise alles, was man braucht, um einen Zug zu bauen, kriegt man hier aus diesem Schrott. Man kriegt Stahl, man kriegt den Schutt hier, also hier Kalkstein. Man kriegt, man kriegt eigentlich alles, bis auf die Schlangen. Die Schlangen bekommt man von der Raumplattform momentan noch. Es ist aber wohl so, dass jetzt nach dem jüngsten Update für Factorio
haben mir einige geschrieben, soll es möglich sein, Stangen aus dem Schrott auch zu gewinnen. Bei mir hier ist das aber momentan noch nicht so, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass ich eigentlich das neueste Update haben müsste. Vielleicht passiert das erst, wenn ich neue Anlagen baue. Vielleicht sind die alten Anlagen jetzt irgendwie noch davon betroffen. Aber grundsätzlich kriegt man eigentlich alles, was man für Züge braucht und auch für die Hochbahnstützen. Das heißt, man kann sich hier relativ schnell ein Zugsystem aufbauen auf Fulgora und kann dann eben hier mit dem Zug, kann man von A nach B fahren. Brennstoff kriegt man auch für den Zug aus dem Schrott. Festbrennstoff kommt ja auch daraus. Und dann kann man hier entsprechend rüberfahren und dann sind wir hier auf einer anderen Insel jetzt und die ist entsprechend natürlich auch größer. Es gibt auf Fulgora durchaus auch kleine Inseln, aber auch größere und dann ist es natürlich schlau, dass man sich eine möglichst große Insel auf Fulgora raussucht, wo man dann entsprechend sich aufbaut und ich glaube, man muss hier immer ein bisschen aufpassen, ob man hier von A nach B auch laufen kann, aber es sollte eigentlich passen, genau. Hier geht es dann auch Übergänge zu anderen Inseln nochmal. Das ist dann natürlich sinnvoller, sich da eine zusammenhängendere Landmasse zu suchen. Und nicht so eine kleine Mini-Insel da, wo wir da jetzt gebaut haben, ne? Mein Plan ist nämlich auch, und deswegen habe ich da jetzt auch nichts weiter noch optimiert, dass ich mich dann hier auf diese Landmasse dann begebe und hier meinen Löwenanteil von der Verarbeitung aufbaue. Das halte ich für schlauer, als da jetzt da drüben weiterzumachen. Die Anlage da drüben, die wir jetzt gerade gesehen haben, die war eigentlich jetzt nur, dass man erstmal was in Gang kriegt, dass man erstmal was produziert und dass man erstmal die Freischaltungen macht. Genau, apropos Freischaltungen, wir haben die Bergbauproduktivität 7 nebenbei noch am Laufen. Solange wir hier halt noch keine Spezialforschung bekommen, habe ich das einfach mal nebenbei laufen lassen. Die brauchen noch 30 Minuten. Dann haben wir die Stufe 7. Das ist schon eine ziemlich hohe Effektivitätsstufe eigentlich. Und mir gefällt es gerade, dass diese Landmasse hier so wahnsinnig riesig ist. Guckt euch das mal an, wie riesig die hier ist. Das ist alles Fläche, die ich bebauen kann. Das ist natürlich Bombe, ja. Das ist natürlich richtig super. Genau, der Schrott. Da muss man auch noch Folgendes zu sagen. Der Schrott, Fulgurit, warte mal. Ah, guck mal, hier kriegt man Erz raus aus den Nähern. Die habe ich vorher noch gar nicht gesehen, siehst du? Holmium-Erz kriege ich da direkt raus. Da muss ich das nicht aus dem Schrott rausfiltern. Das ist ja eine feine Sache, ne? Oh, jetzt kommen hier Blitzeinschläge. Ich laufe mal lieber wieder zurück. Meine persönliche Ausrüstung hat die Möglichkeit, einen Blitzeinschlag in meinen Charakter zu absorbieren. Also ich kann einen Blitzeinschlag verkraften, dann wird der Schild entleert komplett und dann wird er wieder aufgeladen. Wenn dann nicht direkt danach der nächste Blitz einschlägt, passt das sogar tatsächlich. Genau. So, hier sind wir, genau. Und es wurde gesagt, warum mache ich nicht aus dem Wassereis, was hier ja auch aus dem Schrott rauskommt, warum mache ich da nicht dann Dampf und mache da draus Strom? Also nochmal, Strom ist auf Fulgora eigentlich kein Problem. Ihr seht ja, die Blitze schlagen ein und sofort sind die Akkus voll aufgeladen eigentlich. Und dann braucht man eigentlich keinen weiteren Strom. Es kann manchmal sein, dass es eine längere Flaute gibt zwischen den Blitzeinschlägen. Also es gibt ja so diese Blitzaktivitätszeit und dann gibt es so eine Phase, wo auch mal keine Blitze kommen. Und man muss einfach nur genug Akkus haben, dass man durch diese kurze Phase, wo halt keine Blitze kommen, wo ich gerade da unten rumgelaufen bin auch, muss man einfach nur schauen, dass genug Akkus da sind und dann ist das schon kein Problem, ja. Genau, so, hier müssen wir mal noch den Raketentreibstoff noch reinschieben, damit die Raketen auch produziert werden, immer schön. Wir wollen ja hier noch die zweite auch am Start haben direkt. So, jetzt wollen wir mal schauen. Wir haben jetzt dieses Fulgurit verarbeitet zu Platten. Und jetzt müssen wir mal schauen, dass wir, ja, das hier bauen, die elektromagnetische Fabrik. So, und die würde ich am liebsten dann schon mal hier hin bauen auch, in diese Gegend. Weil hier haben wir Platz und da müssen wir nicht irgendwie jetzt groß rumrätseln, wie wir hier Platz schaffen und so. Und letztendlich will ich ja auch die Anlagen, die will ich ja dann auch hierhin ausbreiten. Habe ich noch Blitzableiter? Ja, habe ich. Die will ich ja dann auch hierhin ausbauen auch. Und das sollten wir dann mal machen, genau. So, wir haben hier auch natürliche Blitzableiter. Da wurde gefragt, ob die auch Energie sammeln. Die haben eine Effizienz von 0% und meine eigenen Türme haben eine Effizienz von 20%. Wenn die eine Effizienz von 0% haben, gehe ich mal davon aus, dass die gar nichts sammeln. Dass die einfach nur die Schutzfunktion haben, aber keine Sammelfunktion. Die werden ja auch nicht wirklich im Stromnetz eingebunden. Ich nehme schon an, dass ich das mit meinen Anlagen machen muss. Aber hier drüben ist noch Blitzgefahr, da müssen wir aufpassen. Genau, also wir brauchen regelmäßig, in regelmäßigen Abständen Blitzableiter, damit halt erstens die Blitze nicht unsere Anlagen beschädigen. Und zweitens, dass wir Strom von den Blitzen beziehen können und in unsere Akkus einlagern können, genau. Das ist schon mal ganz wichtig.
Machen wir hier das noch weg. So, jetzt haben wir hier erstmal die Fläche ganz gut freigehalten. Manchmal sind hier noch so kleine Stellen, wo noch Ruinen sind, die man nicht so ganz erkennt direkt. Hier diese kleinen Mini-Ruinen. Da habt ihr gesagt, ich sollte den Abrissnetz verwenden, um zu sehen, wo noch was ist irgendwie. Ah ja, okay. Dann wird das markiert, genau. Dann wird das markiert und dann kann ich das abreißen. Das ist schon ganz praktisch. Selbst wenn man keine Drohnen hat, kann man dann so ein bisschen erkennen, wo das Zeug ist, was noch weg muss. Weil manchmal ist das schon echt schwer, den Unterschied zu erkennen zwischen dem, was eigentlich Boden ist hier und dem, was eine Ruine ist, die eigentlich im Weg ist beim Bauen. Schon faszinierend. Oh, das war jetzt nicht schlau, Spielbär. Jetzt hast du da... Schnell. Gottes Willen. Ja, muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man die natürlichen Blitzableiter wegmacht, ist natürlich auch der Blitz... Blitzgefahr ist dann am Start, nicht wahr? Muss man ein bisschen gucken. Ich glaube, das geht dann auch recht zügig, dass die Blitze dann auch den Weg in ein Gebäude finden, was halt nicht geschützt ist, genau. So, warte mal, jetzt machen wir mal Folgendes. Wir bauen uns jetzt hier mal so ein Ding auf. Jetzt müssen wir erstmal klären, was brauchen wir eigentlich für diese Teile. Wir brauchen Stahlbeton und Mikroprozessoren. Okay, das haben wir alles in der anderen Basis noch. Da würde ich doch mal sagen, fahren wir doch da mal hin mit dem Zug. Aber im Endeffekt, dadurch, dass das jetzt eine Hochbahn ist, ist das ja schon fast Fliegen, ey. Guck mal, es geht auch viel schneller, hier von A nach B zu kommen mit dem Zug, ne? Wenn man da durch die Pampe da läuft, da braucht man mal 10 Jahre, bis man mal angekommen ist. Selbst wenn das direkt nebenan ist, braucht man ewig gefühlt. So, da nehme ich mir jetzt schnell nochmal Raketentreibstoff auch gleich mit. Warte, mit STRG und klicken kann man den ganzen Inhalt nehmen, genau. So, dann holt ihr doch mal hier noch das Holmium. Nimm mal ruhig alles raus vom Holmium. Und mach mal hier hinten mal noch das Erz rein. Dann kann das nämlich schon mal weiterlaufen. So, und jetzt brauchen wir Stahlbeton, genau. Und die blauen Schaltkreise. Blaue Schaltkreise sind hier. Da haben wir auch welche, die kriegen wir auch aus dem Schrott. Und hier haben wir Stahlbeton, genau. Und jetzt läuft hier das Ganze nicht, weil wir das in einer Montageanlage machen müssen. Genau, na gut, da können wir das ja eigentlich hier jetzt auch nochmal mit dazu stellen. Was soll der Geiz? Eine Montageanlage, eine gelbe habe ich ja noch. Ich stelle das jetzt einfach mal hier daneben. Hauptsache ist erstmal, dass wir welche bekommen. Ich schiebe das jetzt mal einfach hier rein, so. Stahl brauchen wir, genau, und Stahlbeton. Und dann läuft das, genau. Wunder, nice. Und dann mopse ich mir gleich mal so eine Anlage da raus. Ah ja, blaue Schaltkreise. Ja, da brauchen wir deutlich mehr blaue Schaltkreise noch. Aber jetzt gerade sind wieder die Zahnräder vollgelaufen. Was natürlich durchaus ein wenig ärgerlich ist, weil das natürlich die Zeit ein bisschen ausbremst, die wir brauchen. Hier, schiebt mal hier die Zahnräder. Ich nutze jetzt einfach mal die orbitale Landeplattform, um die Zahnräder mal so ein bisschen zwischenzuspeichern. So, nimm mal hier Zahnräder raus, dass da wieder welche aus dem System rauskommen. Wir müssen mal echt überlegen, wie wir die Zahnräder loswerden. Weil das Problem werden wir ja letztendlich überall haben. Egal, wie wir es machen oder wo wir das aufbauen. Es werden immer zu viele Zahnräder sein, weil wir die gar nicht verbrauchen, so in dem Maß. Also ja, man müsste halt Anlagen noch draus bauen und vielleicht noch Förderbänder und Arme. Aber die sind ja auch irgendwann voll, wenn man nicht ständig immer neue Anlagen baut. Also Zahnräder in Eisenplatte zu Stäbe. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Zahnräder in Eisenplatte macht Stäbe. Verstehe ich nicht so ganz die Aussage. Gibt es ein alternatives Rezept für Zahnräder, dass man da Stäbe draus machen kann oder was? Oder kann ich Zahnräder zu Eisenplatten machen? Der Schredder hier, ihr meint das Ding hier? Kann man Zahnräder zu Stäben machen? Ah, okay, ja gut. Ah, verstehe. Das ist ja cool. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist ein guter Hinweis. Ich wusste gar nicht, dass man die nochmal nachschreddern kann. Ja, das ist natürlich dann... das erledigt natürlich dann das Problem. Ja, das ist geil, ja. Dann habe ich da quasi die Quelle für die Eisenplatten. Ich habe mich nämlich schon gewundert, wie kriegt man hier eigentlich Eisenplatten? Wusste ich gar nicht. Siehst du, guter Hinweis. Echt sehr guter Hinweis. Und da kann man Stangen draus machen. Das stimmt, ja. Die zweite Anlage hat jetzt eingesteckt, genau. Pack mal Eisenplatten in den Schredder. Machen wir auch gleich. Dann können wir ja das gleich mit diesen Informationen im Hintergrund, im Hinterkopf, können wir ja das dann hier alles gleich auch neu planen eigentlich. Sehr geil eigentlich. Ich soll Platten reinstecken.
Ah, da kommen noch mehr Platten. Also, ah, da wären es dann weniger Platten, ne? Da kann mich dann die Anzahl reduzieren quasi. Ja gut, das wollen wir natürlich jetzt nicht. Genau, so. Was wollte ich jetzt genau? Ich wollte hier die Anlagen hinstellen. Ich will erst mal gucken, wie groß sind die eigentlich? Die sind schon etwas größer auf jeden Fall. So, was braucht das jetzt? Ah, das sind auch Produktionsanlagen, verstehe. Die Musik ist ja auch so geil. Ich muss sagen, ich feiere das auch total, dass die jeden Planeten mit einer eigenen, mit einem eigenen Soundtrack versehen haben. Das ist so genial. Dann auch hier der Soundtrack von hier gefällt mir irgendwie, weil er so schräg ist und skurril teilweise, gefällt er mir irgendwie total gut irgendwie. Ich weiß auch nicht. So, guck mal, da brauchen wir Holmium. Ah, Supraleiter brauchen wir da erstmal. Genau, das ist ja hier der Superkondensator. Warte, wir brauchen Supraleiter. Genau, Kupferplatten. Aha, das ist die nächste. Ah, ich ahne schon, wie ich wahrscheinlich Kupferplatten kriege. Kann es sein? Kann es sein? Warte, kann es sein? Wenn ich jetzt das reinmache, kann es sein? Ja, ich wusste es. Es ist so geil. Ist es genial. Ich liebe auch die Tatsache, dass sie eben nicht nur individuelle Vertonung auch haben, sondern dass halt auch jeder Planet echt seine eigene Logik hat. Ey, ist das genial. Okay, geil, geil, geil. Ja gut, dann kriegen wir auch Kupferplatten, genau. Aber ich schieb das jetzt einfach schon mal rein. Kunststoff, genau, da müssen wir auch noch gucken, wie wir den hier bekommen. Aber da brauchen wir ja Gas. Warte, was brauchen wir für Kunststoff? Gas und Kohle, oder? Ja. Moment, da, das ist jetzt natürlich so eine Sache. Wie kriege ich denn Kohle hier? Weil Kohle gibt es ja hier nicht. Vielleicht muss ich Kunststoff auch wieder aus irgendwas rausschreddern. Aber da stellt sich dann natürlich die Frage, aus was? Also wir haben ja, was kriegen wir denn hier alles noch? Warte mal, fahr mal nochmal zurück, muss mir nochmal die Komponenten angucken. Öl. Ja, aber da brauche ich ja Kohle. Es gibt doch keinen Kunststoff, den ich direkt aus Öl machen kann. Oder gibt es da Kunststoff? Bestehen die Module nicht aus Kunststoff? Welche Module jetzt? Meinst du... Ja gut, man könnte vielleicht versuchen, mal die roten Schaltkreise hier zu schreddern. Das könnte man mal probieren vielleicht. Gib mir mal einen davon. Ich probiere das mal. Na, da müsste eigentlich Kunststoff drin sein, auf natürliche Art. Da müsste man natürlich dafür dann ganz schön viel von dem anderen Zeug wahrscheinlich rausholen. Weil dann immer nur den kleinen Stack. Okay, ah, da kommen die... Ja, da kommt da raus, siehst du? Aber natürlich jetzt nur in kleinen Mengen, ne? Also das ist natürlich jetzt nicht so viel, aber das geht. Na gut, da kommt ja einiges zusammen eigentlich, ne? Boah, da muss man ja voll die Zerlegungslogik dann irgendwie am Start haben. Das ist ja voll krass eigentlich. Können wir hier nochmal was machen jetzt? Schieb hier nochmal Stahlbeton rein, schieb mal das nochmal rein. Ruhig ein bisschen mehr auch gleich. Und holen wir hier nochmal so ein Ding, weil wir brauchen von den Anlagen ja noch mehr. Ne, warte mal, hier, blaue Schaltkreise werden gebraucht, genau. Von den Anlagen brauchen wir ja noch ein paar. Da brauchen wir ja für jede Komponente von denen, also wir brauchen ja drei mindestens. Wir brauchen für die Supraleiter eine, wir brauchen für dieses komische Öl da brauchen wir was. Und dann brauchen wir ja noch für die, für das Paket da brauchen wir ja auch noch was. Okay, fahren wir mal wieder auf die andere Seite. Im Grunde ist das, ja, Reverse Engineering ist es nicht so wirklich. Reverse Engineering wäre ja, dass du eine fortschrittliche Technologie analysierst, um sie dann selber mit deinen eigenen Mitteln zu bauen. Das ist ja nicht ganz das, was wir hier machen. Hier machen wir ja einfach, dass wir Sachen zerlegen, die schon da sind, um einfach Teile draus zu gewinnen. Im Grunde sind wir hier wie, wir sind wie die Schrottsammler, die Jawas aus Star Wars. Wir sammeln alles Mögliche an elektronischem Schrott ein und verkaufen das dann weiter, beziehungsweise, oder machen halt was draus dann am Ende, genau. Wo habe ich das Kunststoff? Hier. Genau, jetzt fahren wir noch Leichtöl, genau, brauchen wir noch. Das habe ich jetzt hier natürlich nicht, da muss ich mir erstmal eine Verarbeitung aufbauen. Kann ich mir hier noch Pumpen setzen? Ja, kann ich. Habe ich noch Raffinerien? Naja, so ein paar. Kann ich da welche machen mit Stahl? Ich glaube, was ich mal hier machen sollte, wäre... mal eine Schrottverarbeitung mal hier aufbauen. Das wäre vielleicht mal ganz schlau. Dass wir das mal hier jetzt auch an den Start bringen alles. Dass wir hier das mal haben. Weil sonst kommen wir nämlich nicht zu der Forschung. Und das wäre dann etwas schlecht, genau.
Lass mal hier das alles mal wegräumen. Hier haben wir eine schöne große Schrottquelle. Wenn wir die mal frei machen, können wir hier die Förderer aufstellen. Eine Schwar und können dann hier drauf. Können dann hier die... Hä? Jetzt hat er da was aufgehoben direkt. Was hat er denn da gerade aufgehoben? Irgendwas hat er da gerade einfach aufgehoben von der Oberfläche. Und da hat es nicht abgebaut. Komisch. Naja. Schon wieder. Das sieht, glaube ich, nur so aus. Es geht einfach nur so schnell. Unten rechts ist Öl innerhalb deiner Insel. Ja, da ist so ein kleiner See, genau. Machen wir gleich noch. Ich baue jetzt hier schon mal Förderanlagen hin. Wo sind meine Minatoren? Habe ich keine mehr? Habe ich gar keine mehr? Ich hatte doch einen ganzen Stack dabei, oder nicht? Hatte ich nicht einen ganzen Stack mitgenommen? Hier ist eh noch ganz viel Zeug. Ah, ja, hier ganz schön viele Platten, ey. Warte mal, da müssen wir mal aufhören, die Platten rein zu friemeln, glaube ich. Weil das ist, glaube ich, gerade ein bisschen viel hier. Da müssen mal wieder ein bisschen Platz reinkommen oben. Okay, warte. Gib mir mal die Pumpe. Hier ist die Pumpe. So, und hier war Öl, genau. Hier war nämlich genau mittendrin war hier nämlich ein Ölsee. So, guck mal. Ah, hier brauchen wir noch Blitzableiter. Einen habe ich nur noch. Oh, oh. Müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir noch mal mehr Blitzableiter auch bauen. Demnächst. Mach mal hier noch so ein Ding hin. Hau mal das da weg. So, sehr schön. Und dann mach doch gleich mal die Raffinerie. Mach die doch gleich mal hier daneben. Dann können wir nämlich das gleich mal hier machen. Stell mal ein. Wir brauchen Schweröl zu Leichtöl, genau. Und Wasser brauchen wir noch. Ah, da brauchen wir dann das Eis, ja, okay. Da brauche ich dann eher noch mal eine weitere Raffinerie. Jetzt kann ich eine machen, sehr schön. Stimmt, ich habe ja Stahl abgebaut. Stimmt, ich kann ja einfach die Ruinen abbauen, dann kriege ich ja Material. Also ich wieder ganz vergessen, siehst du? Unglaublich. So, jetzt will ich ja trotzdem mal schauen. Eis kriege ich ja nur, wenn ich das aus dem Schrott raushole direkt. Also wenn ich das fördere hier. Das heißt, das können wir erstmal so weit knicken, weil wir brauchen erstmal hier Zeug. Warte mal. Mach das hier mal weg, genau. Muss ja ganzen Zeug mal freiräumen hier, genau. Alles mal wegmachen, was hier nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und wie gesagt, man kann auch, wenn man nicht sieht, wo die Ruinen liegen, kann man sich auch hier dieses Grid aufmachen. Und dann sieht man, wo die Ruinen sind. Und wird das auch markiert. Weil ich meine, das hier könnte jetzt auch eine Ruine sein, rein optisch, aber ist halt keine. Ist halt einfach Teil von diesem Boden halt. Sieht auch immer interessant aus. So, genau. Guck mal, mal weggemacht den Spaß. So, jetzt können wir hier mal... Stimmt, Förderer, genau. Ich wollte Förderer machen. Mach mal 2 Förderer schon mal, weil ich glaube, ich weiß gar nicht genau. Ich müsste so noch welche haben. Ich habe doch da gar nicht so viele verbaut. Wir hatten doch einen ganzen Stack mitgenommen, meine ich. Blitzableiter habe ich schon hingestellt. Sonst wäre da immer dieses Symbol, dass da ist immer so eine kleine Wolke so drin, wie beim Stromausfall-Symbol. Nur ist dann da so eine kleine Wolke drin. Das würde halt markieren, dass ich halt gefährdet bin durch Blitzeinschlag, genau. So, warte mal, jetzt wollte ich mal gucken. Ich hatte doch hier noch Zeug dabei, oder nicht? Nee, hatte ich nicht, erstaunlicherweise. Ich dachte, ich hatte so viele Förderer. Ah, nee, stimmt, die hatten wir, glaube ich, kurz vorm Abflug hatten wir die ja rausgenommen. Ja, 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 stimmt, ich erinnere mich. Die hatten wir rausgenommen, weil es hieß, die brauchst du eh nicht. Ja, 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 ja. Nee, doch, doch, die brauchen wir, aber sowas von brauchen wir die. Hier, mach mal, genau, mach mal ruhig ein paar von den Förderanlagen. Und wie viele Recycler habe ich noch? 7. Okay. 7 auf einen Streich. Warte mal, hier liegt ja noch Zeug rum. 7 auf einen Streich. Da können wir doch bestimmt auch noch welche machen. Mit Beton und Mikroprozessoren können wir noch welche machen. Mach mal Mikroprozessoren und mach mal hier Beton noch raus. Sehr schön, können wir noch mal 4 Stück machen. Und hier... Ja, da reicht es leider nicht mit den Mikroprozessoren. Aber ja, ich meine, da haben wir jetzt erstmal Zeug, das passt ja. Und dann müssen wir mal schauen. Also wir müssen jetzt gucken, dass wir
da diese Verarbeitung, ja, die wir jetzt da bei uns schon haben, da oben auf der kleinen Insel, sowas ähnliches müssen wir jetzt hier halt auch aufbauen. Das ist jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit. Weil das Ding ist, man muss ja immer diese Komponenten erstmal voneinander trennen. Das ist ja alles erstmal gemeinsam auf einem Band mehr oder weniger. Also es fängt ja mit dem Schrott an. Ja, es fängt ja mit dem Schrott an. Ich mach's mal ein bisschen mit einem größeren Abstand. Alle, die jetzt sagen, ja, jetzt machst du ja einen riesen Abstand zwischen die Anlagen. Also es ist so, zumindest oben bei der Ressource ist es so, dass diese Schrottvorkommen eine ziemlich hohe Dichte haben können. Also da können teilweise Millionen von Einheiten auf einem Haufen liegen irgendwie, habe ich schon gesehen. Hier jetzt nicht, hier ist es jetzt ein bisschen in eine dünnere Bestückung, aber es gibt durchaus Quellen wie die halt da oben, die halt richtig dicht sind. Ich will es noch mal ganz kurz zeigen, ich weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist. Das waren übrigens 17 Millionen oder so oder 1,7 Millionen oder sowas. Ich glaube, ich habe noch nie so eine hohe Ressourcendichte gesehen in Factorio. 1,7 Millionen hier. 1,4 Millionen und 1,7. Also das ist schon echt gigantisch. Man müsste dann tendenziell auf diesen kleinen Inseln, wird es wahrscheinlich dann eher die dichten Quellen geben. Die muss man dann hier halt abbauen mit dem Zug und dann zur Hauptquelle schaffen. Also zur Hauptinsel und dort dann verarbeiten. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man machen muss. Dass wir dann diesen Zug hier dann verwenden am Ende. Um einfach das Zeug von dieser Insel auf die Hauptinsel zu bekommen, weil hier kriegen wir, ja, ich will nicht sagen unendlich viel, bis das hier mal irgendwann leer gefördert ist, dauert das schon eine ganze Weile, glaube ich. Also Blitzableiter bei der Schrottmine. Wie gesagt, hier sind natürliche Blitzableiter schon am Start. Wenn da nicht das Symbol angezeigt wird, dass da Blitzgefahr ist, dann ist da auch keine Blitzgefahr. Also da müssen wir jetzt keine Panik machen, wie gesagt. Jetzt habe ich leider keine blauen Bänder hier, nicht mehr. Ja, zur Not nehme ich halt mal rote Förderbänder und rote Teiler, das geht auch. So, da haben wir schon mal das Zeug. Wir leiten das jetzt einfach mal eine Etage weiter nach unten schon mal. So, das packen wir mal möglichst dicht zusammen, sodass wir da schon mal eine möglichst hohe Rate an Output haben. Was auch ganz schlau ist, wenn man das vielleicht sogar so macht, dass das auf beiden Seiten auch drauf ist. Also, dass man auch sagt, man macht jetzt vielleicht nicht hier die Reihe komplett, sondern man macht vielleicht dann noch von der anderen Seite welche. Ich weiß, ich reiß gerade ständig den Mast da wieder ab. Ist egal. So, dass man das so von beiden Seiten befüllt. Weil letztendlich ist es ja eh dasselbe, was da drauf kommt. Also es sind ja immer die gleichen Komponenten. Die Filteranlage würde dann also für alle Sachen, die da rauskommen, halt gelten. Ja, das ist auf jeden Fall cool. Wir haben auch gleich die Bergbauproduktivität noch erforscht. 5 Minuten noch. Dann halten diese Quellen natürlich noch länger, weil natürlich der Output noch größer wird, weil die Effizienz beim Bergbau natürlich steigt, ne? Das ist halt auch ziemlich cool eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Genau, Arme und Förderbänder. Förderbänder haben wir ja direkt. Arme müssen wir noch anfragen. Blaue Arme und auch die roten Arme am besten auch schon mal anfragen. Das kann man ja auch schon machen eigentlich. So, dann können wir hier Platten rausnehmen und können hier auch gleich nochmal normale Arme einfach mal machen, schnell. Wir haben zwar noch blaue Tunnel, aber die sind irgendwann auch alle. Da habe ich hier halt schon ganz schön viele verwendet. Muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo mal noch welche ersetzen kann durch rote Tunnel. Die Förderbänder sind da. Wir haben schon mal rote Bänder. Weil je schneller die Bänder sind, desto besser ist es hier natürlich bei der Riesenmenge an Zeug, was hier so anfällt. Kann man das schon mal dann recht sinnvoll nutzen. Zahnräder laufen voll. Ich weiß, die laufen ständig voll. Wie gesagt, das hier ist keine Anlage, die wir jetzt dauerhaft nutzen. Wenn die voll gelaufen ist, ist mir das eigentlich egal. Wir wollen das jetzt unten auf der großen Insel nochmal neu aufbauen. Und zwar gleich so, dass es eben nicht volllaufen kann und dass dann auch Eisenplatten automatisch produziert werden, dass wir die nicht mehr aus dem Weltraum anfragen müssen. Hier müssen wir sie noch anfangen. Hier habe ich auch keinen Platz mehr, um dann noch irgendwie was zu machen. Das macht hier keinen Sinn, jetzt irgendwas zu optimieren. Diese Anlage ist wirklich nur für den Anfang, dass man hier überhaupt erstmal die grundlegenden Dinge erstmal hat und erstmal auch den grundlegenden Progress hat. So, jetzt muss ich mal gucken, wir brauchen noch das Öl. Genau, das muss ich auch mal hier verbinden. Das mache ich jetzt nämlich mal, damit es nebenbei hier auch noch reingeliefert wird. Und dann brauchen wir hier auch noch Wasser, genau. Und Wasser kriegen wir ja, wie gesagt, nur aus dem Schrott. Deswegen hatten wir das ja hier oben schon aufgebaut. Die Arme, genau. So, jetzt ist hier ganz viel Schrott auf dem mittleren Band drauf und jetzt müssen wir diesen Schrott halt vorsortieren. Auf der anderen Seite habe ich die Vorsortierung mit Armen gemacht. Ist es denn nicht vielleicht sogar schlau, wenn man das mit diesen Teilern macht einfach? Weil wir können ja hier auch Filter setzen. Ich glaube, so ist es nämlich tatsächlich schlauer. Weil dann haben wir nämlich nicht die Limitierung durch die Arme. Dann ist nämlich der Teiler am schnellsten, weil er blau ist quasi.
Ich glaube, so geht das besser und dann kann man das nämlich hier auch dann zur Seite transportieren und hat dann gleich auch noch einen Bandabschnitt, den man dafür benutzen kann. Jetzt kann man dann hier nämlich die Zahnräder nach drüben legen. Ich glaube, es müsste so sein, oder? Ja, genau, guck mal, jetzt kommen hier nämlich nur die Zahnräder und hier kommt nämlich der andere Kram. Und so müssen wir das jetzt im Endeffekt für jedes einzelne Produkt machen und dann haben wir eine schöne, effektive Teilung. Das wird natürlich eine ziemlich große Anlage, aber dafür wird sie auch relativ gut ausgelastet sein, tatsächlich. Ist das hier auch eine Ruine? Nee. Das ist einfach nur eine. Was ist denn das? Sieht aus wie eine Tür, die im Boden ist irgendwie. Ist schon verrückt, wie das grafisch aussieht manchmal. Da kann halt nämlich hier schon mal durch. So, hier machen wir auch wieder 1, 2, 3 und machen wieder den nächsten. Wir haben die Bergbaueffizienz gesteigert. Orangene Forschungssachen können wir nicht machen. Ah, nee, doch, warte mal. Hier gibt es ja sogar noch eine Bergbaueffizienz. Nochmal 6000. Solange wir nichts anderes haben, was wir da jetzt einreihen können, würde ich sagen, mach mal einfach die Bergbaueffizienz, weil was soll der Geiz, ja. Die Viecher skalieren, glaube ich, ja eh gerade nicht wirklich mit, weil wir ja auch gar keinen Progress machen so richtig jetzt. Mach dir mal hier gleich mal noch eine Kiste hin. Ah, scheiße, ich habe ja gar keinen Platz mehr für eine Kiste. Ja, der Platz ist hier halt schon teilweise echt ein Thema, muss man sagen. Warte, ich muss mal hier den. Genau, leg mal den Schrott in die Bahn rein, weil dann, damit wir wahrscheinlich langfristig eh Schrott transportieren mit dem Ding. Damit wir erstmal wieder Platz haben hier. So, jetzt mach mal bitte eine Kiste, sodass du den Schrott, den du bekommst, dann einfach da reinlegen kannst. Und dann wird der nämlich dann reingefriemelt hier. Wenn da was drin ist, ja, schiebe ich das dann einfach da rein und dann wird das hier mit draufgepackt. Besser ist das, glaube ich. So, jetzt ist das hier natürlich wieder im Weg. Es ist immer irgendwas im Weg, es ist immer zu wenig Platz, ey, ich sag's euch. Verdammt nochmal, habe ich gerade wieder nicht dran gedacht, dass ich da schon meine Rakete gebaut habe. Eins, zwei, drei. Aber ist jetzt egal, ich ziehe das jetzt einfach erstmal hier so weit durch, wie es geht. Ich reiß die Rakete nochmal ab jetzt. Da ist der Progress von der Rakete weg, ne? Ist egal jetzt, wir brauchen jetzt diese Logik hier, die ist jetzt wichtiger. Steht der Kram hier wieder im Weg. Und jetzt zeigt wieder ein volles Inventar. Warte mal, jetzt bauen wir mal das Ding hier einfach. Ja, wo kann man das hinbauen? Warte mal, mach das mal hier unten hin. Hier ist es hoffentlich nicht im Weg. Starte doch was. Ja, was denn? Mir fällt nicht ein, was ich jetzt hochschießen will. Außerdem ist oben die Plattform auch schon ganz schön voll. Was soll ich denn da jetzt starten? So, warte mal, hier filtern wir jetzt mal auf Beton. Da merkt man erstmal, wie viel da rauskommt an verschiedenen Materialien aus dem Schrottteilen. Das ist schon ganz schön heftig, ey. Weil hier sind auch Batterien dabei. Okay, jetzt vielleicht erstmal filtern und dann das Band weiterziehen. Sonst hast du nämlich wieder ständig Fremdkörper auf dem Bandspiel. Mach mal die Akkus noch. Sonst hier müssen wir Akkus wieder runternehmen. Warte mal, ich kann ja auch an sich hier mal hinten eine Kiste einfach mal hinstellen. Und einen Arm machen, weil dann kann ich nämlich alles, was jetzt in meinem Inventar ist, einfach mal in diese Kiste reinlegen. Und dann wird das ja da draufgepackt und wird ja dann wieder rausgefiltert. Wenn das hier nach unten rutscht. So, das Eis kommt dann als nächstes. So, und das ist eigentlich ja das, was wir jetzt brauchen. Für die Verarbeitung, die wir jetzt machen wollen. Ne, wahr? Weil Eis brauchen wir ja für Wasser. So, dann haben wir noch Kalkstein und das Erz und dann müssten wir eigentlich alles haben. Das Holmium-Erz, genau. Ja, und das ist doch eigentlich schon mal ja nicht so schlecht. Dann haben wir doch jetzt erstmal für jede Ressource jetzt einen Strang zur Verfügung. Jetzt kommt hier irgendwo irgendwas nicht durch anscheinend. Ja, da müssen wir jetzt natürlich dann dafür sorgen, dass wir vielleicht entweder erstmal Pufferkisten noch einbauen, dass man schon mal einfach einlagert und sich dann einfach schon mal bedienen lassen kann. Weil wir können das ja auch gleich kombinieren eigentlich mit einem Drohnensystem. Wir haben ja hier die Drohnenbehälter hatten wir, glaube ich, schon. Ich habe sie jetzt gerade nicht im Inventar. Ich glaube, ich hatte 10 Stück mitgenommen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ein paar Transportdrohnen hatte ich, glaube ich, auch noch. Und dann könnte man das ja gleich dann so machen, dass man Anlagen auch direkt mit Drohnen beliefern lassen kann an sich. Müsste eigentlich funktionieren. Dann, warte mal, dann mach doch gleich mal hier passive Anbieterkisten. Ich muss mal noch mal ganz kurz hochgucken und mal schauen, ob ich das hatte oder ob ich das nicht hatte. Ich meine, ich hatte das. Doch, guck mal, hier haben wir doch 10. Ja, guck mal, das ist doch alles am Start. Moment, wir müssen das nur anfragen. Wir müssen anfragen die Drohnen. Und da fragt man gleich 150 an. Und dann fragt man auch gleich die Baudrohnen an, weil dann nehmen wir das nämlich alles gleich mal mit, nicht wahr? Und bauen das schon mal auf. Denn warum sollen wir jetzt normale Kisten verwenden, wenn wir auch die Anfragekisten machen können? Ja, das macht ja keinen Sinn. Ja, dann können wir auch gleich
Anfragenkiste machen, weil da können wir nämlich theoretisch, wenn wir Drohnen haben, auch unabhängig von den Inselgrenzen die Anlagen versorgen. Jetzt ist dann nur die Frage, ob die Drohnen vom Blitz getroffen werden können oder nicht. Das ist, weiß ich noch nicht, ob das Splitter für Leichtbauteile fehlt. Oh, habe ich noch nicht gemacht. Okay, muss ich gleich noch machen. Pack am besten alles in eine Chest und lass es mit Drohnen direkt in die Verteilung bringen. Ja, kann man auch machen, aber ich würde jetzt erstmal für die Übersicht auch alleine schon so eine Vorsortierung machen. Splitter für Leichtbauteile. Genau, und dann haben wir die Leichtbauteile auch abgesplittert. Ja gut, hier sind jetzt, wie gesagt, immer noch so ein paar Sachen auf dem falschen Band. Genau, wir machen die Drohnenports jetzt einfach mal parallel zu diesem Band, zu diesem Hauptband hier. Dann haben wir nämlich eine schöne Abdeckung hier auch gleich direkt. Dann passt das. Ja, dann ist das auch halbwegs symmetrisch alles. So, lege ich die doch mal hier rein. Genau. So, dann sind die jetzt am Start. Und jetzt machen wir hier mal passive Kisten für jedes einzelne Produkt schon mal. Also ja, nicht für alle Produkte. Ich glaube, fürs Eis zum Beispiel bräuchten wir das jetzt nicht unbedingt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir Eis passiv anbieten wollen, ist, glaube ich, eher gering. Würde ich jetzt mal sagen. Aber sowas wie Schaltkreise, Zahnräder und sowas, das ist schon gar nicht so verkehrt. Würde ich jetzt mal behaupten. So, jetzt brauchen wir nochmal Strommasten. So, guck mal. Da kann das nämlich jetzt schon mal auch ein bisschen weiter durchrutschen hier. Das ist schon mal nicht verkehrt. Ach, hier ist noch eine Ruine. Ich wundere mich gerade, warum ich hier nicht durchkomme. Das ist manchmal echt, wenn du gegen eine unsichtbare Wand läufst, weil du die eine Ruine, die direkt vor dir steht, einfach gar nicht erkennst als solche. Den Draht habe ich noch gar nicht abgefriemelt. Stimmt. Aber ich meine, das ist eh, glaube ich, die letzte Ressource, die da noch rauskommen kann. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wäre das sowieso jetzt das Letzte, was unten ankommt. Da braucht man, glaube ich, keinen extra Filter noch setzen. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja, Moment, es kommen ja noch, angeblich kommen noch die Stangen dazu, die eigentlich schon dabei sein müssten, aber bei mir irgendwie nicht dabei sind. Das heißt, wir machen vielleicht doch sicherheitshalber noch einen Filter hin und filtern vielleicht doch sicherheitshalber noch den Draht ab, damit wir dann am Ende dann die Stangen haben, wenn die mal irgendwann mit dabei sind, genau. Guck mal, da kommt der Draht jetzt auch durch direkt. Das ist doch super. Hier haben wir Eis. Da hängt jetzt da das Eis fest. Genau, so das Eis müssen wir ja direkt sowieso verarbeiten. Das können wir gleich mal einfriemeln. Ich meine, da brauchen wir jetzt auch nicht so viel, glaube ich. Machen wir mal zwei Anlagen schon mal. Und da sollte eigentlich ja auch immer was durchrutschen, weil die Materialien, sowas wie hier Leichtöl, Schweröl zu Leichtöl, es muss ja immer gemacht werden. Tendenziell müsste ja eigentlich immer was reinkommen und auch verarbeitet werden. Also. Und dann müssen wir das Wasser natürlich auch abzapfen. Mach mal eine Pipeline, die durchgängig ist, dass wir die erstmal untereinander verbinden. Jetzt kriegen wir nämlich schon mal das Leichtöl und das war ja das, was noch gefehlt hatte für unseren Bau, den wir da gemacht haben. Für die Forschung. Hier für die, nee, nicht für die Forschung, aber hier für diese komischen, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie die hießen. Instant Alzheimer wieder am Start. Hier für das Zeug, genau. Oh, guck mal, das passt so ja ganz gut. Hier, schließt das mal an. Jetzt läuft das. Wow, guck mal, wie das aussieht. Voll krass. Das ist ja mal voll die Alien-Technologie. Guckt euch das an. Ja, das war der Supraleiter, glaube ich. So, dann brauchen wir dasselbe jetzt aber noch für die anderen Komponenten, damit wir die Forschung auch bekommen. Ich stelle das jetzt erstmal hier hin, daneben direkt. Okay, da brauchen wir das Holmium. Holmium-Lösung, Kalkstein und Schweröl auch. Also zwei Flüssigkeiten braucht man da. Okay, aber gut, Schweröl ist ja kein Thema. Da braucht man einfach nur nochmal eine Pumpe, die wir einfach so aufbauen, dass wir das Zeug bekommen. Können wir gleich direkt hier nebenan eigentlich machen. Ist ja da direkt, ja. Und dann brauchen wir Kalkstein. Das ist ja auch eigentlich direkt hier nebenan. Also das hier runtergraben lassen und dann so über einen Tunnel das machen. Machen wir das mal über einen Tunnel. Das ist jetzt. Genau, da kommt ja die Flüssigkeit, kommt dann hier unten raus. Da müssen wir dann noch genug Platz lassen, dass die auch raus kann. Was hat er denn hier wieder gemacht? Hat er wieder Knick in der Optik gehabt hier. Blauen Arm. Hierhin. So und so, genau. Guck mal, da kriegen wir Kalkstein. Da können wir sogar noch einen Arm daneben setzen eigentlich. Und dann müsste das ja hier eigentlich reingehebelt werden. So, jetzt brauchen wir noch Holmium-Lösung. So, und da fehlt jetzt eine Verarbeitungsanlage. Da hatten wir aber oben noch welche in der Plattform drin, Space-Plattform, muss ich noch mal welche anfragen. Jetzt
Zahnräder für rote Bänder, Splitter, schon ein Zahnradschredderplan. Ja, das kann ich jetzt alles nicht gleichzeitig machen. Das ist alles auf dem Zettel. Jetzt wollte ich erstmal die Sortieranlage haben. Das machen wir alles noch. Es kommt dann alles noch. Genau. Jetzt muss ich erstmal hier noch anfragen, die Anlagen. Genau. Kommt alles noch. Alles zu seiner Zeit. Machen wir alles noch. Ist alles geplant. Wird ganz toll und super wird das. Gib mir mal, nee, nicht alles davon. Gib mir mal hier ein Stückchen nur. Damit wir nochmal rote Bänder gleich nebenbei, während ich warte, auf die Anlagen noch machen können. Und zwar so, dass wir keine Zahnräder selber produzieren, sondern die Zahnräder verwenden, die hier schon sind, auf jeden Fall. Das ist immer sinnvoll, wenn man die Zahnräder verwendet, die da schon sind. Genau, weil wir haben ja eh zu viele. So, die Anlagen sind da, genau, dann haben wir das jetzt. Guck mal, wir nutzen auch sehr gut jetzt das, was wir schon mitgenommen haben eigentlich. Und das finde ich auch immer sehr, sehr sinnvoll. Ist auch eigentlich der beste Hinweis, den man geben kann, bevor man zu so einem Planeten fliegt, einfach ein paar Dinge mitnehmen, die man einfach auf jeden Fall braucht. Ne, also da kann man immer irgendwie schon so ein bisschen vorplanen, was man braucht und so. Das ist schon alles ziemlich schlau. So, dann gib mir mal das. Was war jetzt der Plan? Wir wollten Holmium machen, genau. Nee, Moment, da braucht man eigentlich eine Raffinerie erstmal. Beziehungsweise das hier, oder? So, wo ist denn das Erz jetzt nochmal? Das Erz hatte ich hier abgefiltert, genau. Dann mach doch da auch mal eine Verarbeitung. Die machen wir jetzt mal einfach genauso. Warte, mach's noch ein Stück hoch. Es ist ja flüssiges Holmium erstmal, was gebraucht wird. Auch da brauchen wir wieder Kalkstein, Holmiumerz und Wasser. Und Wasser kommt ja von hier. Oh, passt ja direkt. Ey, krass. Als wenn ich es geplant hätte. So, und dann brauchen wir Kalkstein, der ja direkt wieder hier ist. Stimmt, den können wir ja hier direkt reinfriemeln eigentlich. Sehr schön. Und dann noch das Holmium. Helmium. Und Helmium ist direkt da, genau. Helmium. Diese Musik, ey, ist so krass. Die hat auch so leichte 60er, 50er, 60er Jahre Vibes. Wie diese alten Science-Fiction-Musiken aus den 50er, 60ern. Von den alten Science-Fiction-Filmen. Dieses mit den Holzbläsern so. Das ist so typisch Spannungsmusik aus den 60er, 70ern. Ich mag diese Anspielungen ja schon sehr gerne tatsächlich. Muss ich sagen, finde ich sehr, sehr nice gemacht. Ja, und auch mit den Flöten so. Das ist schon ein bisschen geil. Nochmal, jetzt muss ich das nochmal runtergrabben, genau, weil jetzt müssen wir das ja nochmal in den Kreislauf einführen. Und hier sind die Batterien vollgelaufen, da müssen wir dann noch eine Anbieterkiste machen. Hervorragend, das sieht doch gut aus. Das sieht doch sehr, sehr gut aus, wenn ihr mich fragt. Hier hinten wird dann wahrscheinlich der Draht volllaufen, müssen wir mal gucken, hier hängt irgendwas. Warum das jetzt hier hängt? Achso, ja, stimmt, wegen Kalkstein ist zu viel da. Ja, aber beim Kalkstein machen wir auch mal keine Anbieterkiste, da machen wir mal einfach nur erstmal eine Kiste hin. Damit der einfach erstmal nur aus dem System raus ist. Weil da kommt eh zu viel jetzt. Jawohl, es läuft auch, guckt euch das an. Okay, da haben wir jetzt dieses Zeug also auch. Aber wo geht das jetzt genau hin? Das wird ja einfach da rausgefriemelt und ist dann einfach weg, oder was? Ich glaube, da müssen wir einen Container aufbauen, sonst wird das, glaube ich, verschwendet. Kann das sein, sonst ist das einfach weg. Schnell einfach erstmal. Hauptsache, es ist erstmal einer da. Genau, lass das erstmal reinfriemeln. Ja, es wird eingelagert. Okay, gut. Nicht, dass das dann weg ist hier. Das wäre ja ärgerlich. Ja, genau. Guck mal, da kommt was zusammen. Und der Tank hat ja eine Kapazität von 25.000. Das heißt, das kann erstmal nebenbei so ein bisschen durchlaufen. Da haben wir das Zeug dann. So, und dann brauchen wir als nächstes diese Statoren oder was da ist. Supraleiter haben wir jetzt. Elektrolyt haben wir. Genau, nee, wir brauchen Superkondensator, war das, genau. Supraleiter und Elektrolyt. Holmiumplatte, Batterie, elektrischer Schaltkreis. Ah, da haben wir noch so ein Ding? Ja, wir haben noch so ein Ding. Okay, weißt du, das machen wir jetzt einfach mal hier hin. Stellen mal den Supraleiter ein. Es geht erstmal nur darum, dass wir den mal erstmal produziert haben einmal. Darum geht es erstmal. Jetzt muss ich schon mal gucken. Nee, warte mal, nimm das nochmal woanders hin tatsächlich. Weil sonst haben wir hier keinen Platz für die Befüllung. Mach das mal hier so hin.
Und mach das mal hier so, genau. Und nehmen Sie es nach oben. Wenn ich jetzt hier den Anschluss mache, ist das dann hier noch mit angeschlossen? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich mache es jetzt einfach mal so. So, hier müssen wir. Hier lege ich jetzt einfach mal die Sachen manuell rein. Batterien haben wir ja ganz viele. Supraleiter sind ja hier direkt nebenan. Da können wir hier einfach so einen langen Arm nehmen, der das dann reinhebelt. Da ist wieder was im Weg. Genau, so, der hebelt das einfach da jetzt rein. So, jetzt brauchen wir nochmal grüne Schaltkreise. Dann nehmen wir uns jetzt einfach mal hier den Draht von hier unten. Die mache ich jetzt einfach mal selber. Ja. Solange ich hier jetzt noch keine Anlage dafür habe, mache ich die jetzt einfach mal selber. Mit Shift und Klicken kann man übrigens die gesamte Kapazität verarbeiten. Habe ich heute auch dazugelernt, tatsächlich, dass das geht. So, und dann schieben wir das einfach rein und lassen die mal produzieren, weil da müssten wir sie nämlich eigentlich freigeschaltet haben. Jawohl, haben wir. Forschung ist durch. Und damit können wir jetzt zur Forschung, zur lila Forschung müssten wir jetzt eigentlich dann kommen. Normalerweise. Das müsste eigentlich gehen, wenn mich nicht alles täuscht. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Die lila Forschung, die lila Forschung. Hier ist die lila Forschung. Genau. Da können wir jetzt Sachen auswählen. Jetzt können wir so tolle Sachen machen wie Fundamente für Gleisstützen. Jetzt können wir auch so tolle Sachen machen wie Energieschild, Blitzkollektoren und vor allem auch die Tesla-Waffen. Und das sind die, die ich benutzen wollte gegen den Wurm. Und das wäre etwas, das ich direkt schon mal einreihen wollen würde, tatsächlich. Als nächste Forschung nach der Bergbaueffizienz. Ah ja, so sieht das dann aus. Akkus müssen wir herstellen noch. Superkondensatoren, Elektrolyt und Holmiumlösung, alles klar. Ja, da braucht man noch mehr Elektrolyt und noch mehr Holmium. Holmium wird wahrscheinlich so mit das Limit sein dann am Ende. Ah, wir haben nicht mehr genug Energie, okay. Also wir brauchen mehr Akkus. Müssen wir mal machen. Eisenplatten und Batterien, das ist aber gut, weil Batterien haben wir ja hier. Und Eisenplatten kriegen wir ja auch jetzt erstmal noch von unserer Raumplattform. Also da zieht erstmal schon mal gut aus, haben wir schon mal die Grundlagen für die Forschung geschaffen. Und an der Stelle ist diese Folge Factorio auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder kauft auch gerne Spiele mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE im Epic Launcher. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das würde mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Factorio, sondern auch zu anderen coolen Spielen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao!